Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Erlöserkirche. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch zum heutigen Sonntag. Oculi, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Lassen Sie uns miteinander Psalm 34 im Wechsel beten. Bitte antworten Sie mit den eingerückten Zeilen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der ihm vertrauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Kommt, lasst uns anbeten. Herr Jesus Christus, bei dir wollen wir das ablegen, was uns von dir trennt. Du weißt um die Gedanken unseres Herzens, Worte, die wir gesagt haben, Taten, die wir unterlassen haben. Herr, wir brauchen dir nichts vorzumachen. Du kennst uns durch und durch. Und es ist gut, dass wir dir diese Dinge anbefehlen dürfen und dich um dein Erbarmen bitten dürfen. Deiner Hand ist die Vergebung. Darauf bauen wir. Herr, erbarme dich. Wünscht ihr die Vergebung der Sünden um Christi willen? So antwortet ein inneres Ja. Denen, die dieses Ja zu Christus hingesprochen haben, verkündige ich die Gnade Gottes und spreche euch anstatt unseres Herrn Jesus Christus die Vergebung eurer Sünden zu, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ehre sei Gott in der Höhe. Dreieiniger Gott, hilf uns neu auf dich zu schauen.
So viele Dinge, die den Blick von dir weglenken wollen. Nöte, Alltagssorgen, die uns gefangen nehmen. Gib uns die innere Kraft, neu uns auf dich hin auszurichten. Stärke du uns durch Wort, Lied, das Orgelspiel, das Abendmahl. Es ist gut, dass du uns vielfältig begegnest. Segne du die Zeit in diesem Gottesdienst. In einer Zeit der Stille wollen wir uns auf die Gegenwart des dreieinigen Gottes einlassen. Wirke dies, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die für heute vorgeschlagene Schriftlesung ist entnommen aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesen getan hast. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Amen. Und mit allen Christen wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Die meisten von uns sind in einer Zeit groß geworden, wo es zum gesellschaftlich guten Ton dazugehörte, irgendwie zur christlichen Kirche sich zu halten und wo man das auch nicht begründen musste, dass man sich selber als Christ bezeichnet, sich dazu hält. Wir erleben, denke ich, in diesen Jahren einen Umschwung, wo irgendwann einmal die Situation dann auch in ein paar Jahren entstehen kann, dass man das erklären muss oder auch begründen muss, warum man denn jetzt auf einmal sich zur Kirche hält und was einem das wert ist. Und wir haben dadurch wieder einen Anknüpfungspunkt an das, was die Menschen damals zur Zeit der Entstehung des Neuen Testamentes hatten, als ihnen Briefe geschrieben wurden, Briefe zum Beispiel heute vom Apostel Petrus an die Gemeinde, wo ja auch die Frage war, wie ist das, wir in einer Situation, wo die Christen in der Minderheit sind und gegenüber den Nachbarn begründen müssen, weshalb sie nun auf einmal einen anderen Glauben haben als den, den man vorher hatte. Ich kann so in etwa ahnen, wie schwer das ist, solch einen Bruch mit dem, was man bisher für richtig hielt und was man bisher geglaubt hat, diesen Bruch dann zum Christentum hin, diesen Bruch zu vollziehen, das kann ich aus meiner Zeit in Frankfurt her so ein wenig nachvollziehen, wo ich mit Menschen aus dem Iran zu tun hatte, die ja auch diesen Bruch vollzogen hatten, das, was sie gelernt hatten, worin sie geprägt worden und was sie verinnerlicht hatten, auch das auf einmal hinter sich zu lassen und etwas Neues glauben und denken zu sollen. Und so müssen Sie sich das vorstellen, ist es in der Situation, in die dieser Brieftext heute Morgen hineinspricht, den wir als vorgeschlagenen Predigttext haben, dass Christen ermuntert werden sollen, noch einmal elementar darüber nachzudenken, was den Wert ihres Glaubens ausmacht und weshalb sie eigentlich zu dem stehen, was sie dort neu als Glauben angenommen haben. Wenn Sie mitlesen wollen, er ist abgedruckt auf Ihrem Blatt. Der Predigttext für heute steht im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben habt, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Drei Gedanken. Erstens, unendlich wertvoll, unendlich wertvoll. Was ist der Mensch eigentlich wert? Man könnte das jetzt rein biologisch einmal aufdröseln. Wir bestehen zu 60,3% aus Wasserstoff, 25,5% Sauerstoff, Kohlenstoff 10,5%, Stickstoff 2,4%. Dann kommen so Werte wie Natrium, Calcium, Phosphor, Schwefel, Kalium, Chlor und Magnesium. Die sind alle unter 1%. Da quäle ich Sie jetzt nicht mit den Kommazahlen nach der Null. Wenn man das zusammenrechnet als Wert, sind das wahrscheinlich wenige Cent oder wenige Euro wert. Also von daher dürfen wir so an die Sache nicht rangehen. Man kann so rangehen, dass man schaut, was ist der Mensch wert, welche Schmerzensgeldurteile gab es in den letzten Jahrzehnten. Und da haben sich Journalisten einmal dran gemacht, das zu untersuchen. Die haben 5000 Schmerzensgeldurteile in Österreich und Deutschland untersucht. Wir müssen ja hier in unserem Raum bleiben, um eine Vergleichsgröße zu haben, weil sie wissen wollten, was ist denn jetzt eigentlich ein Mensch wert? Und dann haben sie herausgefunden, dass im Schnitt der Mensch bei einem Schmerzensgeldurteil 1,7 Millionen Euro wert ist.
Minimumbetrag 600.000 Euro, Maximumbetrag 5,3 Millionen Euro. Wie kommt es dazu? Man nimmt den sogenannten Humankapitalansatz, wenn man da die Größe berechnen will. Und der Humankapitalansatz leitet den Wert eines Menschen aus seiner zukünftigen Produktivität ab. Ja? Da berechnet man also, was ist zu erwarten an restlichen Lebenseinkommen oder was ist der erwartbare Betrag zum Sozialprodukt. Das ist die Grundlage für die Berechnung dieses Wertes. Der Wert ist eine Summe seiner zukünftigen Beiträge zum Sozialprodukt. Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass man also so den ökonomischen Wert eines Menschen relativ objektiv berechnen kann. Ich fand das deshalb interessant, weil hier das passiert, was wir ja unterschwellig vielleicht manchmal sogar selber machen, dass wir den Wert eines Menschen an seiner Produktivität messen. Dass wir sagen, so viel bringt er ein, so viel ist er noch wert, er bringt nichts mehr ein, da ist er also nichts mehr wert. Ich erlebe das in der Seelsorge mit älteren Menschen, die darunter leiden, dass sie nichts mehr erbringen oder den Eindruck haben, dass sie nichts mehr erwirtschaften würden. Und sie sich dann fragen, welchen Wert habe ich denn eigentlich noch? Liebe Gemeinde, wenn Sie heute diesen Gottesdienst verlassen, wünsche ich mir, dass Sie einen inneren Schnitt zu solchen Gedanken hinbekommen und den Schnitt dahingehend hinbekommen, dass Sie den Zuspruch dieses Predigttextes für sich hören können. Und der Zuspruch dieses Predigttextes ist, du bist so viel wert, dass sich Gott selbst in Christus gegeben hat. Du bist einen ganzen Christus wert. Unabhängig davon, wie viele produktive Schaffensjahre noch vor dir liegen oder nicht. Du bist einen ganzen Christus wert. Hier heißt es, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid. Nicht mit Bitcoins und nicht mit Euro, nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Christus gibt sich ganz, geht ins Sterben hinein. Und dieses Symbol des Blutes bedeutet, durch den Tod hindurch tritt das Leben aus, weil Blut als der Sitz des Lebens galt. Und du bist so viel wert, dass Gott in Christus genau das für dich getan hat, sich ganz gegeben hat. Du bist unendlich wertvoll, dies zu hören. Das war für die Menschen damals in der Urchristenheit ein wichtiger Punkt, an dem sie sich immer wieder auch festhalten mussten. Weil diese Frage natürlich von der Nachbarschaft kommt, die Sticheleien, die ja auch wehtaten, die umfassende staatliche Christenverfolgung gab es nicht, aber diese Ablehnung im sozialen Umfeld, den man damals erfahren musste, dass man schief angeguckt wurde und abgelehnt wurde. Und die Frage natürlich, was bin ich eigentlich noch wert, wenn ich so an den Rand gedrängt werde? Habe ich dann noch einen Wert in meiner Dorfgemeinschaft, in meinem Ortsbezirk, wo ich lebe und mit Menschen zusammen sein soll? Die Aussage dieses Predigttextes ist es, ja, Gott gab sich ganz für dich. Das ist die Botschaft der Passionszeit auch. Daran denken wir in dieser Zeit zu Ostern hin, dass Christus sich für uns ganz gegeben hat. Unendlich wertvoll, erstens. Zweitens, wertvoll mit Folgen. Welche Folgen hat es denn nun, dass ich mich als wertvoll erkenne? Die Problematik besteht in unserem Gottesbild manchmal darin, dass wir von der einen oder von der anderen Seite des Pferdes herunterfallen. Es gibt Menschen, die machen aus Gott den Kumpelgott, den man dann auch gar nicht mehr so ganz ernst nimmt, den lieben Gott.
Die Gefahr ist, dass dieser liebe Gott letztendlich für mich keine Größe mehr ist, die ich respektiere. Die andere Seite, von der man vom Pferd runterfallen kann, ist die, dass ich aus Gott einen Gott mache, vor dem ich Angst habe. Und auch das wäre falsch, weil Angst ist nicht in der Liebe. Die Mitte bedeutet, die Liebe Gottes zu entdecken, zu spüren, dass er mich umfasst mit seiner Güte, aber dann eben auch diesen Respekt vor dem, der mir sagt, dass Dinge sich ändern müssen, dass Dinge nicht so bleiben können, wie sie sind. Diese gesunde Mischung aus Zuneigung und Nähe, aber eben auch Respekt und Ehrfurcht, darum geht es. Ich bin wertvoll mit Folgen. Welche Folge ist jetzt hier beschrieben? Die Frage, um die es hier im Wesentlichen im Text geht, ist, welche Folge hat es für meine Freiheit? Christus befreit zum neuen Leben. Ihr seid erlöst, heißt es hier in Vers 18, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Was ist damit gemeint? Ihr seid erlöst von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Wenn Sie an den nichtigen Wandel Ihrer Eltern denken, dann fallen Ihnen vielleicht kleine Dinge ein, wie dass man die Tischsitten nicht so hat, wie wir sie vielleicht heute haben, oder dass man vielleicht die Schuhe im Gang stehen lässt, oder ich weiß es nicht, oder die Tür des Bades offen lässt oder so. Das ist aber hier nicht mit gemeint. Es ist nicht damit gemeint, einzelne kleine lässliche Verhaltensweisen, die alle von uns irgendwie mit sich bringen und an denen wir uns vielleicht bei unseren Eltern hier und da mal gestört haben. Das ist nicht gemeint. Der nichtige Wandel nach der Väterweise meint die tiefe Verhaftung in einer gottlosen Götzenkultur. Der nichtige Wandel nach der Väterweise bedeutet, dass ich von meinen Eltern damals gelernt habe, dass ich dem Hausgötzen vertrauen soll, dass ich in den Tempel gehen soll, um den Göttern zu opfern. Und das prägt ja. Überlegen Sie einmal, wie sehr Traditionen und erlernte Verhaltensweisen Sie prägen. Wie gesagt, das ist für uns heute schwer nachvollziehbar, weil wir irgendwie christlich aufgewachsen sind in einem christlichen Abendland. Aber stellen Sie sich das einmal vor, Sie sind groß geworden in einer Familie, die durch und durch heidnischen Kult gelebt hat, und jetzt kommt dieser Bruch, dass Sie Christus vertrauen, der alles für Sie getan hat. Und das hinter sich zu lassen, darum geht es. Wie können wir es auf heute übertragen? Petrus lädt dazu ein, mal alles das, was wir an Traditionen und Prägungen erfahren haben in unserem Leben, dass wir das einmal darauf hinterfragen, ob es uns von Christus wegbringt oder zu ihm hinführt. Und dann kann es sein, dass es hier nicht um irgendeinen Götzendienst geht, aber schon um Denk- und Verhaltensstrukturen, die mich dazu führen, Christus nicht zu vertrauen. Wenn Sie groß geworden sind mit der Denkstruktur, dass Sie nur das wert sind, was Sie leisten, wird es Ihnen schwer fallen, der Gnade Jesu zu vertrauen. Und das jetzt hinter sich zu lassen und zu sagen, Herr, ich mache da jetzt mal einen Schnitt und ich vertraue mich dir an und ich glaube, dass du es gut mit mir meinst. Das ist die Herausforderung. Oder Sie sind groß geworden mit der inneren Haltung, dass mit der Kirche ja alles nicht so wichtig ist, dass man nicht so heiß isst, wie man kocht, dass man es nicht so ernst nehmen soll. Und da jetzt innerlich zu sagen, ja, ich weiß, ich bin so geprägt, aber ich will mich trotzdem in meinem Vertrauen auf Christus hin ausrichten. Unabhängig jetzt davon, ob mein Großvater das gut gefunden hätte oder nicht. Es gibt viele Denk- und Verhaltensweisen, die dazu führen, dass ich mich innerlich von Christus abwende. Ich sprach neulich mit jemandem, der sagte, schauen Sie, diese tiefe Prägung, die ich von zu Hause her erhalten habe, antisemitisch zu denken,
schlecht über Juden zu denken. Das war bei uns zu Hause gang und gäbe. Sich aus so einem Denken zu befreien und nicht in diesen Formen und Schablonen zu denken, die man da vorgepresst bekommen hat, meinte die Person zu mir, das ist gar nicht so leicht. Und so ist es. Welche Denkstrukturen, welche Verhaltensmuster habe ich von zu Hause aus erlernt, die mich letztendlich dazu führen, dass ich mich von Christus abwende? Und Petrus lädt hier dazu ein, zu sagen, schau neu auf ihn. Du bist wertvoll. Du bist befreit. Und deshalb kannst du immer wieder neu dich auf ihn ausrichten, weil du unendlich wertvoll bist. Erstens unendlich wertvoll, zweitens wertvoll mit Folgen, drittens auf die Perspektive kommt es an, auf die Perspektive kommt es an. Da heißt es hier in Vers 20, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, es geht um Christus, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Die, ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm die Herrlichkeit gegeben habt, sodass ihr Glaube und Hoffnung zu Gott habt. Sodass ihr Glaube und Hoffnung zu Gott habt. Darum geht es, Glaube und Hoffnung zu Gott zu haben. Ich habe vorhin in der Grüßung gesagt, welchen Sonntag wir heute feiern. Den Sonntag Oculi. Oculi, Lateiner unter uns wissen, dass das Augen heißt, es geht also um Augen und es geht darum, aus Psalm 25 entnommen, dieser Satz, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Es geht also darum, wo gucke ich hin? Wo lenke ich meinen Blick hin? Wovon lasse ich meinen Blick prägen? Es gibt ja eine ganz interessante Beobachtung. Da ist eine einsame Landstraße. Und an dieser einsamen Landstraße steht ein Baum. Und es passiert immer wieder, dass Autofahrer gegen diesen einen Baum fahren. Man hat sich überlegt, woher kommt das? Das überall ist freie Bahn. Warum fahren Menschen gegen diesen einen Baum? Es hat was mit der Blickführung zu tun. Das hat man genau herausgefunden. Wenn ich meinen Blick auf das lenke, wovor ich Angst habe, was ich eigentlich umgehen will, was ich eigentlich nicht will, nämlich gegen diesen Baum zu fahren. Aber wenn ich meinen Blick darauf lenke, fahre ich gerade darauf zu. Das Geheimnis also in der Fahrschule besteht darin, zu lernen, den Blick des Baumes irgendwie zu sehen, aber dahin zu schauen, wo ich hin will. Also am Baum vorbeizuschauen. Und so ist es mit dem Glauben auch. Wenn ich darauf schaue, was schädlich ist, was mich runterzieht, was zerstörerisch ist, dann werde ich dagegen fahren und es wird mich runterreißen. Aber wenn ich auf Christus schaue, der mich rauszieht, der wiederkommt und seine Kraft mir gibt, wird es mir Mut machen. Ich möchte heute Morgen an einen Mann erinnern, der eine bewegte Geschichte hinter sich gebracht hat. Alexei Nawalny. Ich möchte ihn jetzt nicht hier zu einem Heiligen erheben, das ist mir ferne. Aber es ist interessant, welchen Werdegang er durchlebt hat, was seinen Glauben angeht. Zunächst einmal hat er von seiner Prägung her Glauben abgelehnt und sich selber als Atheist bezeichnet. Vor 3 Jahren hat er dann aber eine Rede vor dem Moskauer Stadtgericht gehalten, in der etwas von der Sprengstoffkraft, vom Sprengkraft christlichen Glaubens zu spüren ist, weil er seinen Blick geändert hat. Da steht Alexei Nawalny vor Gericht und er sagt selber, dass er nun zum christlichen Glauben gefunden habe. Er hat sich auch noch mal taufen lassen, orthodox. Und er war jemand, der dann auch zugegeben hat, dass er dafür von seinen Mitstreitern aus der Opposition durchaus auch Häme gehört und empfangen hat, weil sie das nicht verstehen konnten. Ich zitiere jetzt aus einem Artikel. Vor Gericht
erklärt Alexei Nawalny in einer Verteidigungsrede, was ihn dazu bewogen hat, sich nun als Christ zu bezeichnen. Er sei ein gläubiger Mensch, sagte er, das helfe ihm bei dem, was er tue. Der Glaube mache alles viel, viel einfacher. Zum Beispiel grüble er weniger und er versuche, sich an der Bibel zu orientieren. Das klappe nicht immer, aber im Großen und Ganzen klappe es schon. Wenn er wegen seines Glaubens oft angefeindet werde oder verulgt wäre, dann würde ihm das nicht mehr so wehtun. Einmal habe ihm jemand geschrieben, er könne doch eigentlich beruhigt sein, denn in der Bibel stehe doch, selig sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Er habe geantwortet, dass dieses biblische Versprechen ziemlich abgedreht klingen würde, aber dass es ihm trotzdem etwas wäre, was ihm Kraft geben würde. Über diese Seligpreisung würde er tatsächlich wiederholt nachdenken, weil es die aktuell bedeutendste politische Idee für Russland sei. Er habe die Hoffnung, dass letztendlich die Gerechtigkeit doch siegen würde. Und wenn, dann über den Tod hinaus. Die Gerechtigkeit wird siegen. Diese Hoffnung hat ihm Kraft gegeben. Auch diese Zellenzeit, wo er drangsaliert wurde und mit nackten Füßen über den Hof gejagt wurde, frühmorgens in aller Kälte. Diese Orientierung, dieser Blickwechsel hat ihm geholfen, das durchzustehen. Nochmals, ich will ihn hier nicht irgendwie auf einen heiligen Podest erheben. Ich will nur deutlich machen, dass im christlichen Glauben, der die Perspektive ändert, eine ungeheure Kraft liegt. Nämlich die Kraft derer, die merken, ja, ich orientiere mich am Richtigen. Ich orientiere mich an Christus. Und wenn es eine Veränderung ist, die erst nach dem Tod geschieht. Aber die Veränderung gilt, weil sie in Christus begründet ist, der sich ganz für uns gegeben hat. Unendlich wertvoll. Wertvoll mit Folgen, wenn ich das an Denkstrukturen zurücklasse, was mich von Christus weglenkt. Und auf die Perspektive kommt es an. Immer wieder auf Christus schauen. Auch wenn mich vieles davon ablenken möchte, auf ihn zu gucken. Mögen wir die Kraft und den Trost bekommen, den wir für unseren Alltag brauchen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns miteinander für Bitte halten. Herr Jesus Christus, diese Zusage lass uns hören und annehmen können, dass wir in deinen Augen unendlich wertvoll sind. So wertvoll, dass du dich für uns selbst gegeben hast. Diesen Wert lass uns hören und begreifen. Gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir Widerspruch erfahren, Ablehnung erfahren.
In dir sind wir wertgeschätzt. Herr, wir bitten dich für die, die krank sind. Steh du ihnen in ihrer Not bei. Sei du bei denen, die im Besuchsdienstkreis ihren Dienst tun, die zu diesen Menschen hingehen und bereit sind, Barmherzigkeit zu üben. Stärke du sie in ihrem Dienst. Vater, wir bitten dich für die Geschehnisse in dieser Welt. An vielen Orten ist Krieg und Unruhe. Wir denken besonders an die Ukraine und an den Nahen Osten. Herr, in einer Zeit der Stille wollen wir dir persönlich unsere Gebete vortragen. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die neue Woche unter dem Segen des dreieinigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist.